Ayo, was geht von Like auf Staffelchen? Herzlich willkommen zur vierten Folge von Let's Play Resident Evil 5. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben und ja, es geht ab, Freunde. Es geht ab wie Schmidts Katz. Wir sind gerade noch so halb am Leben. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, hier zu überleben. Sonst sind wir hier ganz schön gearscht. Das ist dann natürlich nicht so gut. Okay, nice. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Nice one. Haben wir alle eliminiert. Hier ist noch eins. Hier oben. Hier noch eins. Hier noch eins. Das ist kein Dings. So, um es zu öffnen, müssen wir jetzt diverse Sachen erledigen, aber zuerst brauche ich auf jeden Fall gleich mal was zum Heilen, weil sonst sehe ich hier das Weite, Freunde. Sonst sehe ich hier das Weite. Und das ist natürlich, wäre natürlich nicht so gut. So, okay, Munition, dies, das. Ist zwar alles schön und gut, aber ich brauche ganz dringend Ein bisschen Heilung. Ganz bissel. Aber ganz bissel. Ganz, ganz wenig. Ach, gucke da. So. Zwar jetzt nicht so viel, aber wenigstens etwas. Wunderbar, jetzt ist das hier. Jetzt ist der scheiß Elfen. Wunderbar. So. Ein bisschen Kohle. Na gut. Passt, passt, passt. Passt, passt, passt. Wunderbar. Wunderbar. So. Nice. Alter Chef, hört doch auf mich zu ballern. Jesus Christ. Na gut, dann haben wir das. Okay, das war schön ducken. Dankeschön. Wunderbar. Na komm, jawohl. So. Nice. Another gate. Okay, you two know what to do. Kein Problem. Absolut kein Problem. Absolut kein Problem. So, her damit und her damit. Dann wir nochmal ein schönes grünes Kraut. So, jetzt wo ist der One Zoom? Ich treffe ihn nicht. Jetzt habe ich ihn getroffen. Warte, lass ich mal hier so ran. Och, du kleiner Untermensch. Na, komm auf zu ballern. So, wunderbar. Ja, sieht das jetzt schon. Ich hätte, glaube ich, schon lieber eine Sniper mitgenommen. Egal. Scheiß drauf. Scheiß drauf. So, jetzt gehen wir hier nach oben.
Ab nach oben, 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 oben. Wundervoll. Super, wunderschön. So. Tschüss. Ah, cool. Ein Diamant. Na komm, zeig dich. Weg mit dir. Ach, du willst mich doch. Du willst mich doch rollen hier. Na gut. Oh oh. Na gut, das war's aber jetzt hier, oder? Jawohl. Ach, die Shotgun, Digga, die ist geil. Ich feier die. Ich feier die. So wunderbar. Wird sich hier das rote Kraut aufheben müssen, scheißegal. Juckt nicht. Da haben wir hier nochmal ein bisschen Munition. Und wir können jetzt erstmal hier. Oh cool, Shotgun Muni. Sehr schön. Immer sehr wichtig. Genau, Chevanius. Wunderbar. Wunderbar. Großartig. Genau so stelle ich mir das vor. Genau so und nicht anders. Die Munition willst du nicht aufheben. Gut, dann nehme ich sie sehr, sehr gern. Dann nehme ich sie übertrieben gern, du. Das nehme ich auch mit. So. Oh oh. Wunderbar. 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 So, wir müssen ganz schnell zurück zu Josh. Sonst sind wir gearscht, ey. Und das ist nicht so gut, ey. Falsch. So, hier. Bam. So, dich hole ich mir auch noch kurz. Wunderbar, wunderbar. Geile Scheiße, haben wir es geschafft. Haben wir es geschafft. Wir sind durch die Pisse, Junge. Puh. Herrlich. Herrlich. Wirklich herrlich. Wo sind wir jetzt hier denn? Wo sind wir denn hier? Ein süßer, dicker Nebel. Ich wusste es. Ich wusste es. Alter. Jawohl, der ist weg. Na gut, wir müssen ganz, ganz dringend drauf, sonst sind wir gearscht. Du dreckiger Hurensohn. Schielauge. Digga, Jill ist schon extrem brutal drauf. Oh, Nase juckt. Won't you two just die already? You're making me look bad. Who do you think got this entire operation off the ground? Research like this doesn't fund itself, you know. Yet everyone looks down on me. But not anymore. Uh-oh. Der verwandelt sich jetzt in ein ganz dreckiges Vieh. Ach du lieber Gott. Ach du Scheiße.
you could ever hope to become. Was, ein Hurensohn? Der erinnert mich ein bisschen an so ein Drecksvieh aus God of War, so ganz, ganz leicht. So dieses Tentakelvieh, du weißt. Scheiße, was macht Josh? Du lieber Gott. Ach, du heilige Scheiße. Jesus Christ, Mann. Boah, hätte ich jetzt doch meinen Raketenwerfer, Alter. Das wäre jetzt Traum, Alter. Das wäre jetzt wirklich Traum. Hätte ich jetzt noch meinen scheiß Raketenwerfer. Chris, Status Report. What the hell is that thing? Just get out of here, Josh. It's too dangerous. We'll try to stop it. Understood. Just try not to get yourself killed. Scheiße, Digga. Scheiße, Mann. Ach, ich wollte gerade A drücken. Wieder kaputt, Alter. Scheiße, Digga. Komm, geh schlafen, du Hurensohn. Und gepennen. Ein dreckiges Pissvieh. Dreckscher Wurm, Alter. Oh oh. So wunderbar. Also ich glaube, wir haben ihn so langsam erwischt. So, wo ist er jetzt? Ach du lieber Gott. Hätte ich jetzt einen Raketenwerfer gehabt, Alter. Einfach Batz rein. Das wär's gewesen. Komm schon, stirb du und so. Du dreckiger Wichsfehler, Junge. Komm, zeige. Jawohl, haben wir's geschafft? Scheint so. Der ist down. Geil. War ein spannender Kampf. Where is this facility? Answer me. What is the Ouroboros project? Be
you say, yay? Wow, you two are just on top of everything, aren't you? The balance of the world is changing and you're completely oblivious to it. What's changing? What are you talking about? Is it the Ouroboros project? Is that it? No one can stop it. Ouroboros is about to change everything we've ever come to know. Chris! Chris? See, you're Chris. What's so funny? How do you know about me? All your answers are way ahead, Chris. In that cave. If you can survive long enough to get them... Italian's not so bad, but it's not gonna change anything. You're still screwed! We're wasting time here. Chris! Da verschmilzt er, Digga. Puh! Da geht er unter, Junge. Da geht er baden, der Wichser. Der kennt uns. Der kennt uns. Der weiß, wer wir sind. Das ist ja Herz allerliebst. Gut, wir haben es geschafft. 62%, 38 Stunden, 11 Minuten, ja super. Das ist doch großartig. Ende von Kapitel 3.3. Ich glaube, jetzt geht es langsam so in 4.1. So. So, okay. Ich gebe Sheva ein bisschen was und... Sheva, komm, weißt du was? Ich gebe Sheva mal 3 Packungen, Alter. Weil die schießt irgendwie, keine Ahnung. Ich hab halt wegen Dings. Wegen Dings. Na gut. Passt. Ab geht er. Ab geht der Junge. So. Die Höhle des Schreckens. So this is the place he was talking about. That's the boat the woman used to get away. Jill's boat, na geil. Die ist ja mit diesem Ding da, wie heißt die Scheiße nochmal? This is not just about Jill, but the Ouroboros project as well. I guess there's nothing I can do to stop you. I will call HQ and try to get the withdrawal order rescinded. I will also try to get you back up. Try not to get yourselves killed. Ah, guter Mann, hat uns dorthin eskortiert, wo wir hin müssen. Das bedeutet, wir können unsere Mission fortfahren. Passt, passt, doch wunderbar. Gut, ab geht der Junge. Ab geht er, ab geht er. Ich hab wieder Heilung vergessen, nicht voll Idiot. If there is a connection, what does that mean for Africa? True. Let's move. Ja, was ist denn das für ein Gebiet, Alter? Oh, und jetzt kommen diese Pissviecher. Nice. Shotgun-Munition ist immer gut. So, passt. Passt, passt, passt. Können die eigentlich hier hoch? Ich glaube nicht. Ich brauche Heilung, Digga. Ich habe Heilung vergessen, ich Vollidiot. Gott, bin ich dumm, Alter. Ich vergesse das die ganze... Jedes Mal vergesse ich das. Ich denke mal, dass wir Heilung hier irgendwo herbekommen. Oh,
Boah, Alter, wie wir die alle vernichtet haben. Wir haben die so vernichtet. Ich glaube, ich kenne die Stellen. Doch, ich kenne die Stellen alle. Jetzt fällt es mir wieder ein, was das ist. Das ist dieses Untergrundding, genau. Oh Gott. Mit diesen ganzen Rätseln. Boah, das war anstrengend damals. Da kann ich mich doch noch daran. Ja. Das war die Pisse. Die Wichser war's. Boah, war das anstrengend damals. Das weiß ich noch. Das ist dieses Höhlengebiet gewesen. Boah, ich hab das als Kind gehasst. Gehasst habe ich das als Kind. Wer weiß. Vielleicht war das auch nur eine Falle. Kann aber auch sehr gut sein. So. Die scheiß Spinnen braucht keiner. Also man sagt ja, man sollte Spinnen nicht töten, aber ey, wenn juckt's. So, ganz schön viel Kohle, Digga. Na gut. Wir haben ja mehr als genug eigentlich. Gott sei Dank habe ich den Safe Game. Wo ich den Safe Game habe, wenn sich einige fragen. Es gab damals mal eine Seite. Da konnte man sich einloggen. Ey! Ich packe gerade die Sachen auf ihm. Ich erzähle gleich weiter nach der Cutscene. Ich glaube, ist das Jill? Oh no. Oh no. Ah, jetzt hat man uns getrennt, ja geil. Geile Scheiße, jetzt hat man uns getrennt. Ja, uns geht super. Jetzt ist belastet, jetzt habe ich keine Heilung mehr. So, also wie gesagt, ich habe mein Safe Game damals von so einer Seite. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Wo man sich Safe Games auf der 360 downloaden kann. Das war so eine Seite, die konnte man sich als App auf dem PC runterladen. Und konnte dann... Wie muss ich jetzt weitergehen? Ach, da runter, okay. Und konnte dann auf eine Seite halt. Jetzt will die ganzen Wichser hier töten. So. Konnte dann auf einer Seite. Boah, jetzt habe ich den Faden verloren. Konnte dann sich auf einer Seite zum Beispiel für diverse Spiele, zum Beispiel als man da eingegeben hat, oben in der Suchleiste, ja hier, halt Resident Evil 5, hat man einfach eingegeben und dann kamen so richtig viele Safe Games, zum Beispiel, die halt auch beschrieben waren. Resident Evil 5, 9 Million Pounds, 100% so zum Beispiel. So alles freigeschalten. Da konnte man sich den runterladen und dann konnte man mit diversen Apps, man musste natürlich den Safe Game auf seine Konsole, auf die ganzen IDs und so weiter umschreiben. Das war ganz einfach, es ging einfach von der App. Einfach, keine Ahnung, einen eigenen Safe Game auf einen USB-Stick ziehen. Und, ach komm, schau, was ist hier. Und dann konnte man dadurch die ganzen Sachen umkopieren. Halt von seinem auf den neuen Safe Game, den man sich halt aus dem Netz gezogen hat. Und konnte den dann ohne Probleme nutzen. Das habe ich mit sehr vielen Spielen gemacht, wenn ich bedenke. Mit sehr, sehr vielen Spielen. Mit Resi 5 habe ich das gemacht. Und das, die habe ich ja schon, das ist Jahre her. Wo ich das gemacht. Und die habe ich ja immer noch. So, ich habe die immer noch. Zum Beispiel Pro Street habe ich das gemacht. Sehr viele andere Spiele.
Ich weiß gar nicht mehr. Also auch Spiele, die ich neu hatte, wo ich keinen Bock hatte, die irgendwie durchzuspielen, habe ich mir halt nochmal auf 360 geholt. Deshalb habe ich auch teilweise sehr viele Spiele doppelt auf 360, weil ich halt die Savegames drauf laden konnte. Scheiße, Digga. Das hätte aber ganz böse enden können. Und deshalb habe ich das. Auf der PS3 ging das leider nicht so leicht. Es ging aber viel komplizierter. Ich habe es damals auf jeden Fall nie hinbekommen irgendwie. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nochmal damit befasse, würde ich es, glaube ich, hinkriegen. Aber damals ging es halt auf PS3 irgendwie voll nicht. Okay, jetzt kommt das. Aber auf 360 ging das voll easy. Und seitdem habe ich das halt. Ja, Payday 2 zum Beispiel habe ich das auch gemacht. Da hatte ich dann alles. Da hatte ich auch, glaube ich, auch die Platin-Trophäe oder Platin-Erfolg auf der Xbox gesammelt. Und so weiter. Also ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel. Hat aber auf jeden Fall gebockt. Hat auf jeden Fall sehr viel gebockt. Warte, ich gebe dir das mal. So, kann die das benutzen? So. Wunderbar. Nice. So schnell geht das, Digga. Ich finde die Shotgun so geil. Ich finde die so gut. Okay, dann müssen wir das jetzt drehen. Genau, jetzt öffnet sich die Tür. Och man. Schaffe ich es noch? Nein, ficken. Schade, egal. Nein, nein, nein. Mann, wer wirft das, Digga? Bestimmt irgendwelche Unterzigeuner. Alter. Ey. Digga, fuck doch nicht ab, Alter. Das sind bestimmt irgendwelche Hurensöhne, die das tun. Komm noch mal hier. Ja, komm. Es war so klar, Mann! Du Hurensohn! Fick dich, Alter! Kurz vor, Digga, gibt's doch nicht! Ja, fick dich! Oh, wie mich das aufregt. An welcher Zigeuner macht das, Digga? Ich war kurz vorm Eingang, Digga, an so eine Wichse. Schaffen wir es noch? Ja, ich hab's geschafft, Gott sei Dank. Oh, herrlich. Schlimm, 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 Digga. Schlimm, schlimm, schlimm.
Digga, was macht ihr da hinten noch, Digga? Ich bin schon über alle Berge. Scheiße, Mann. Oh, herrlich. Herrlich. Boah. Das ist noch lange nicht fertig hier. Noch lange nicht. Komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell. Wie ein Resi 4. Na komm, na komm, na komm. Nice. Alter, hätte ich jetzt losgelassen, wäre gefickt gewesen. Das ist eine ganz, ganz böse Gruft. Nice, Digga, easy, geschafft. So muss das. Boah, es hätte böse enden können. Es hätte ganz böse enden können. Na gut, Shava. Sie wissen Bescheid. Let's go. Let's go, das Biest. Obwohl die Madame noch sehr jung ist, die hat's auf jeden Fall drauf. Muss man ehrlich sagen. Die hat's drauf. Was haben wir denn hier noch Schönes? Hier sehr viele Umwege, warum auch immer. Wahrscheinlich erwartet uns gleich irgendwie eine Falle. Kann ich hier rüber? Nein, kann ich natürlich nicht. Macht ja auch Sinn, kann ich hier runter? Kann ich auch nicht. Gut. Dann wieder zurück. Gut, dann haben wir hier schon mal geklärt. Hier ist also nichts. Nichts, was besonders wichtig ist. Aber hier rüber kann ich doch bestimmt. Jawohl, siehst du. Ach, Nase juckt. Jetzt hier hoch. Was haben wir denn hier Schönes? Super. Kurz nachladen. Hier ist gar nichts. Ja, wozu gibt's denn die Wege, wenn hier nichts ist? Gibt's doch nicht. Na gut. Ich rufe gerade einer an. Moment kurz. Ich glaube, das ist Justin. Bist du online? Was machst du? Es gepennt. Wann kommst du an? Wir haben jetzt kurz vor 8. Ich bin noch mitten in der Aufnahme. Ich nehme noch ein paar Sachen zu Ende auf und dann komme ich online. Wie lange brauchst du? 20 Minuten? 20? Mach dich schon mal wach. Perfekt. Ich auch online dann. Komm ich in 20 Minuten. Perfekt. Eide, bis gleich, Digi. So. Perfekt. So, kurz mit Justin telefoniert. Na, gibt's eine schöne B3-Session. So, ich gehe einfach mal hier runter. Komm. Andere Wege gibt's nicht. Ich weiß, dass jetzt hier irgendwas passieren wird. Irgendwas muss passieren. Ach, gucke hier. Shava. Okay, get the other one. Shiva geht jetzt da. Und ich muss jetzt einen anderen Weg suchen, um dorthin zu gelangen. Ist kein Problem. Bats, 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 bats. Wenn jetzt nichts Unerwartetes passiert. Anstatt dass du da einfach rüberklettert. Anstatt dass du einfach rüberklettert, Digga, musst du erstmal den ganzen Weg. Ja, moin. Oh. Aha.
Und für die Scheiße. Ah, okay, gut. Ich wollte schon sagen. Für die Wichse, Digga. Ich meine, hätte ich ja wenig Geld, würde ich mich ja freuen, aber ich habe ja mehr als genug. Boah. Versteht, die Treppe ist jetzt noch. Sehr deliziös, du. Aber sehr saftig, sehr, sehr sahnig. Na gut, da jetzt. Hier kann ich jetzt wahrscheinlich, hoffentlich, jawohl. Kann ich jetzt hier einen Umweg machen? Dann hier rüber. So, da hinten ist das. Ach, hier, guck. Gucke da. Gucke, da siehst du, Junge. Haben wir es gefunden, so. Chevanos. Und ab geht's. Was befindet sich dahinter? Ja, jetzt wird der Weg gerade. Aha. Und jetzt geht das nach unten. Und das geht nach oben. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Jetzt haben wir auch noch was Schönes. So. Warte mal, hier links ist doch bestimmt noch was, oder? Ja, siehste. Siehste. Eine Alomani-Statue, oder wie auch immer das heißt. So, passt. Okay, hier kann ich jetzt nicht runter. Hier vielleicht? Auch nicht? Ach nee! Die Wegsgeboten. Die geistig Behinderten. Wie man sie immer schön nennt. Alter, dein Vater, danke. Alle mit einem Schuss eliminiert. Ja, die Shotgun ist Boss. Die Shotgun ist Boss, Digga. Was? Der lebt noch. Ich will ja wohl hier. Ich kann ich auch was nicht glauben, Alter. Aua. Mach nicht diesen, mein Sohn. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt macht alles so ein bisschen Sinn. So, jetzt hier oben. Hier hoch, hier hoch. So, Chevanos. Sie wissen Bescheid. Wunderbar, wunderbar. Jetzt geht das nach hinten. Jetzt geht das nach unten. Ich glaube, das ist der Ausgang. Warte, dann nehme ich doch das lieber mit. Was ist eigentlich mit diesem fetten Boss? Ich glaube, hier kommt irgendeine fette Bossspinne oder so, was ähnliches, was halt sehr, sehr eklig ist. Müsste gleich, glaube ich. Mein ich oder glaube ich zu wissen. Ah, hier unten, oder was? Nein. Ah, hier, gucke da. Ah, jetzt muss ich die andere suchen. Im chinesischen Altar suchen. Vielleicht ist sie hier irgendwo, wer weiß. Ich fick eine Anane. Ah, gucke hier, das. Super. Wunderbar. Wo ist die andere Pisse? Wo ist die andere Wichse? Die andere Wichse. Ah, ich weiß wo! Ich weiß wo, 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 Junge. Ich weiß wo, ich bin ein Genie da.
kann dir da nicht helfen, meine Liebe. Aber warum ausgerechnet jetzt? Komm, lass mal trotzdem probieren. Zieh! Wunderbar. Jetzt hier oben auch noch. Jetzt haben wir hier irgendwas geöffnet. Irgendwas aktiviert. Jetzt geht das nach unten. Ist das jetzt der offizielle Ausgang? Wir hoffen's. Wenn nicht Penis. Dann ist wirklich Penis. Ah, hier ist noch was Schönes. Hier haben wir noch was. Ah, es sind Blendgranaten. Shotgun Muni. Kann ich hier runter? Kann ich nicht. Oh, la die Waldfee. Oh Gott. Oh, hallo. Moinsen. Super. Ach, Sherva ist hier. Ja, mein. Du lieber Gott. Mach doch nicht diesen, Junge. Sehr schön. Sehr schön. Ist gar nichts mehr. Okay, jetzt ist hier hinten noch einer. Und hier ist Blut verteilt. Was heißt das? Was kann das sein? Was kann das sein? Was kann das bedeuten? Was möge das bedeuten? Jetzt geht das komplett nach oben. Ah, das ist der Ausgang. Okay, wir haben ihn offiziell gefunden. Gott, sind die hässlich, Digga. Die sind so hässlich, die Viecher. Jetzt kommt das Bastardvieh. Von dem habe ich geredet. Auch scheiße. Alter, fick dich. Och man. Oh, jebem die Matte, Rubikschku, Zigansku. Was gehst du mir in den Lauf, Alter? Da geht die mir in den Lauf hinein. Moment kurz. Perfekt eigentlich gerade, weil ich brauche definitiv. Definitiv, Alter. Ich habe ja, glaube ich, gleich zwei mit. Da kenne ich gar nichts. Da kenne ich gar nichts. Aber ich finde es geil, Digga, dass man hier wirklich... wirklich Dings machen kann, ne? Gut, das Vieh ist tot. Der gegen die Super Shotgun kannst du nichts machen. Gegen die Super Shotgun kannst du nichts machen. Kannst du nichts machen. Okay, warte mal. Jetzt müssen wir hier nach links, glaube ich. Und hier komplett nach oben. Läuft doch gut. Läuft doch sehr gut. Warte dann. Fragen wir das mal an. Dann, ich gebe ihr aber das hier. Und... Okay, gut, verstehe. Okay.
Okay, passt. Dann haben wir die Wichse wenigstens geschafft und können hier Gott sei Dank raus aus diesem Scheiß. Oh, ich glaube, es kommt aber noch weiter. Das war noch nicht alles. Soweit ich weiß. Das war noch nicht alles. Das war noch lang nicht alles. Wer ist denn die Fotze? Ach, die arbeitet für Wesker. You know, I was surprised Las Plagas was such a success. When you first... Hat er das eingeleitet eigentlich damals? Frage ich mich. And now Ouroboros is complete. Your position at Tricell is secured. Oh, I have my eyes set on something much bigger. You'll be needing a partner, right? Someone suitable to join you in your new world? I believe I've proven I'm worthy, haven't I? Perhaps you have. Wesker ist schon ein richtiger Bastard. It appears your old friend, Chris Redfield, has come to pay you a visit. Do I sense concern? The plan is in its final stages. I will not tolerate delays. Wesker, der dreckige Wichser. Ach, Ouroboros ist eine scheiß Rakete. Ja, sag mir das doch. 62 Gegner. Die haben 23 Minuten diese scheiß Mission gebraucht. Aber die war auch wirklich anstrengend. Die war wirklich anstrengend. So, jetzt, das brauche ich nicht. Das. Boah, jetzt muss ich irgendwas verkaufen. Boah, eigentlich habe ich davon auch genug. Aber egal. So, Chris, jetzt Chris und Chris, perfekt. Dann haben wir das. So, Sheva gebe ich das. Das verticken wir, wunderbar. Na gut. Da würde ich sagen, wir gehen in die... Wohl, machen wir das so. Und ich nehme mal, einfach mal, weil ich es kann. Ich nehme mal die Sniper mit, komm. 50 Kugeln haben wir drin, brauchen wir keine Reserve. Aber zum Notfall nehmen wir sie mal mit. Weil man weiß nie, vielleicht sind sie aus weiter Entfernung, da können wir die von dort abladen. So. Aber ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt hier einen kleinen Schnitt. Besser gesagt, einen Cut, weil wir sind schon bei ja fast 50 Minuten. Heute wird die Folge etwas kürzer. Vierte Folge, weil ich gleich eine Verabredung habe. Und naja, Freunde. Na gut, das soll es gewesen sein mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben vieles erlebt. Obwohl die jetzt ein bisschen kürzer waren, wir dennoch ja, die eine oder andere Mission auf jeden Fall haben wir die guten Arsch gefickt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil 5. Bis dann, checkt die mit zu Fick Juden. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Haut rein.